nochmal da mit einem ganz kurzen Video. Eben habe ich mein Video mit der Masking-Technik gemacht. Jetzt ist mir aber noch schnell eingefallen, dass ich dann noch ein anderes Video drehen wollte. Ich wurde gefragt, wie man mit diesen Distress Ink Stempelkissen kolorieren kann. Ich muss dazu jetzt aber eins sagen, es gibt Millionen Videos dazu, aber dir zuliebe, Uni, mache ich das jetzt einfach mal und zeige das mal eben ganz kurz. Diese Distress Inks, ich denke mal, die kennt so ziemlich jeder von euch. Gestempelt habe ich das Motiv mit dem Stazon, weil das bei Wasser weil sich da quasi diese schwarze Stempelfarbe nicht löst. Das ist bei dem Memento wieder ein bisschen was anderes. Ihr nehmt euer Stempelkissen, nehmt euch einen Acrylblock, macht dort ein bisschen Farbe drauf, also wirklich nicht viel, das reicht es wahrscheinlich für 10 so Hasen. Nehmt Wasser an einem Pinsel oder eben Wassertankpinsel, je nachdem. Nehmt ein ganz kleines bisschen Farbe. Ich hoffe, ihr seht das alles. So, nehmt ein ganz kleines bisschen Farbe. Und ich nehme das jetzt mal hoch. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Ich denke schon. Und könnt dann damit genauso kolorieren. Ja, es ist eigentlich, also es ist wirklich eigentlich simpel. Ja, so. So. Mal kurz auswaschen den Pinsel. Und dann nochmal so ein bisschen. So. Das ist im Endeffekt eigentlich alles. Genau derselbe Effekt wie bei meinen tollen Stiften. So. Boah, ich habe heute einen Frosch im Hals. Ja, seht ihr? Ist im Endeffekt nichts anderes. Ist genau dasselbe Prinzip. Und ja. Ja. Genau dasselbe Prinzip eigentlich. Ich mache jetzt mal schnell. So. Ist ja bewusst, dass ihr das mal gesehen habt. Ja, also was anderes ist das nicht. Okay. Gut. Und wie gesagt, also diese Farbe, die ich jetzt hier auf dem Stempelkissen, also auf dem Stempelkissen, ja, Stempelkissen, ist mein Acrylblock, nein, Quatsch. Die Farbe, die ich hier auf dem Acrylblock habe, die reicht wirklich ewig. Und ja, da gibt es ja, also man muss nicht unbedingt jetzt diese großen Stempelkissen kaufen. Ich habe anfangs immer diese großen gekauft. Ich werde mich jetzt aber definitiv reduzieren auf diese kleinen. Erstmal sind die handlicher, kleiner, die nehmen nicht so viel Platz weg. Die passen zum Beispiel auch an diese Teddy-Aufbewahrungs-Acryl-Gedöns-Boxen. Das ist mal das Wort des Jahres. Und ja, reaktivieren kann man die alle wieder, das wisst ihr, mit dieser Farbe. Und ja, was anderes ist es eigentlich nicht. Jetzt kommt irgendwann, eventuell nächste Woche, kommen noch ein paar andere Videos. Ich werde jetzt noch, eventuell heute noch, das weiß ich aber noch nicht, noch meine Wochendeko euch zeigen in meinem Planer. Und für alle, die es interessiert, könnt ihr ja reinschauen. Wenn ihr jetzt dazu noch Fragen habt, dann fragt oder ja, Fragen unten in die Kommentare. Über ein Däumchen hoch freue ich mich. Und über Kommentare sowieso. Ich bin immer gern bereit, mal ein bisschen mit euch zu quatschen. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen angenehmen Samstagabend und ein schönes Restwochenende. Bis dann. Tschüss.